weiß gar nicht, was Sie wollen. Die Tür ist doch völlig in Ordnung. Wer bist du? Ich bin hier zum Saubermachen, Tatjana. Das ist doch dein richtiger Name. Tatjana Dragic. Wenn ihr glaubt, dass ihr alle abkassieren könnt, dann habt ihr euch getäuscht. Also mach lieber keine Dummheiten. Die würden nicht teurer zu stehen kommen als das kleine Geschäft, was ich dir jetzt vorschlage. Von was redest du? Industriediebstahl? Waffenhandel? Auftragsmord? Klickert's? Mein Gott, was manche Weiber mit sich rumschleppen, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Du tust jetzt ganz einfach, was ich dir sage, klar? Du sagst, dass du entführt wurdest. Und wenn du mehr quatschst, war das wahrscheinlich das Letzte, was du in deinem Leben gesagt hast. 1 Million Euro bis morgen Nachmittag. Und weitere Anweisungen folgen. Und mit wem soll ich reden? Mit deinem Bruderherz, Schätzchen. Hey, mehr gibt's nicht. Ich hab keinen Bock, dich die ganze Zeit aufs Klo zu schleppen. Aber du wirst mir ja wohl was zu essen geben. Victor. Ich hab gesagt, du sollst still sein. Geh nicht an nach Laurenti. Und was machen wir mit ihr? Wir können ja auch allein bleiben. Ich glaube nicht, dass sie uns vermisst. Mach irgendwas und ich schmeiß dich aus dem fahrenden Wagen. Der Plan hat sich geändert. Wir machen die Übergabe in der Tram. Gina, jetzt sofort. Und kommen Sie allein, sonst sehen Sie Ihre Schwester nie wieder. Habe ich auch nicht erwartet. Sie kommen allein. Ihr Sakko. Und treten Sie ans Fenster. Schlagen Sie Ihre Wehr zu für einem Ihrer Männer. Und an der nächsten Haltestelle werfen Sie Ihre Leute raus, sonst ist Ihre Schwester tot. An der Colonia, die steigen aus. Wir kontrollieren das Geld. Und wenn alles in Ordnung ist, dann können Sie an der Via Romana 2 Haltestellen später wieder in die Tram zurück. Und das war's dann. Einsteigen.